So, Leute, auf das, was jetzt kommt, habe ich so richtig Bock. So richtig Bock. Darauf freue ich mich schon seit heute Morgen. Eine meiner Lieblings-Supersatz-Kombo-Übungen für die Brust. Und dann spürt ihr sie so richtig, und zwar da, wo es hingehört. So richtig schön hier oben, quasi Schrägbank. Und ja, mache ich schon seit einiger Zeit, gar nicht mehr anders zu denken als im Supersatz. Und gehört jetzt zu einer Trainingsserie, wo ich euch mal öfter solche Supersätze vorstelle. Das Trainingsprinzip ist euch bekannt. Schaut mal da oben. Aber jetzt zeige ich euch mal konkret ein geiles Beispiel, wie ich es liebe. So, schauen wir mal. Wir bauen es jetzt erstmal auf. Ja, gut erkannt. Es handelt sich um Schrägbankfliegende am Kabel. Dazu benutze ich hier die Bank, stelle die auf eine gute Schräge ein und das ist dann der erste Teil. Isolationsübung. Danach kommt der zweite Teil und dazu sucht ihr euch eine Bankdrückmaschine, ebenfalls schräg. Also, das könnte etwa so eine sein. Da habt ihr das dann einfach mit Steckgewicht. Hauptsache, ihr kommt schnell dran. Das heißt, muss nur in der Nähe sein. Oder es ist so eine. Dann habt ihr das Ganze unilateral und könnt Gewichte dran klemmen. Oder ihr macht das natürlich auch einfach mit Kurzhanteln. Hauptsache, ihr kommt ganz schnell dran. Es soll in der Nähe sein. Und ihr dürft nicht eine Minute dazwischen auch noch rumrennen müssen. Aber jetzt hauen wir rein. Natürlich machen wir das mit ordentlich Gewicht, denn, wie mein Vati schon immer sagte, wer ein Bär ist, muss auch ein Bär sein. So, und jetzt ein wenig außer Atem erkläre ich euch auch, warum ich besonders diese Kombination und auch in dieser Reihenfolge so gut finde. Immerhin soll ich das hier nicht einfach nur machen, weil ich es gesagt habe. Zum einen mag ich die Kabelvariante für die Schrägbankfliegenden. Grundsätzlich, im Gegensatz zu Fliegenden mit den Kurzhanteln, ist hier ein anderer Reiz, nicht besser, anderer Reiz, weil ihr nicht nur hier unten die komplette Belastung habt, sondern jetzt im 45-Grad-Winkel hier oben und damit auch in der Spitzenkontraktion eine gute Belastung. Das gibt eine schöne Spitzenkontraktion im oberen Teil und ich spüre es so richtig gut da drin. Danach geht es zur Mehrgelenksübung, zur Grundübung an der Maschine. Während das unilateral war, die Arme unabhängig voneinander und isolierend, heißt Trizeps war nicht mit in Gebrauch, Schultern könnt ihr nicht ganz rauslassen, habt ihr hier alles zusammen. Trizeps darf mithelfen und die Arme dürfen sich gegenseitig unterstützen, weil sie bilateral ist, weil sie jetzt, weil das Ganze in einem gezogen, gedrückt wird. Wo ist der Vorteil darin? Wenn ihr NIS umgekehrt machen würdet, hättet ihr erst alle Hilfsmuskeln und geht danach an die Isolation. Halte ich für weniger reizvoll, auch wenn es nicht schlecht ist, aber das Prinzip, das ich verfolge, ist, zuerst erschöpfe ich möglichst nur die Brust und wenn die nicht mehr weiterkommt,
Dann dürfen die anderen nur mal helfen, aber die Brust muss ja trotzdem den Großteil leisten. Die kriegt also eine leichte Unterstützung, muss dann aber weitermachen. Und so quetsche ich das letzte bisschen noch raus. Wenn ich erst alle helfen lasse, während die Brust eigentlich noch die Energie dafür hat, und danach muss die Brust alleine ran, naja, das wirkt auf mich, als wäre sie dann eh auf sich alleine gestellt und würde dann nur noch weniger leisten können. Insofern dann doch lieber die Verstärkung dann, wenn sie eh schon schwächelt. Das hat was, es macht unheimlich Spaß und probiert sie einfach mal aus, egal mit welcher Variante, aber wichtig ist erst die Isolation und danach dann das Drücken und die Grundübung. Wenn euch solche Kurzvideos gefallen haben, wo ich meine Lieblingsübungen und Supersätze und Dropsätze und Intensivsätze vorstelle, lasst es mich wissen. Auf diese Art. Schreibt gerne Kommentare rein, wie ihr diese Übung findet und ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Und wenn nicht, wenn ihr es getan habt, schreibt mir hier wieder. Freut mich dann zu hören, ob es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt natürlich auch. Schaut euch mal auf dem Kanal um. Und ich verabschiede mich jetzt schnell. Ich mache den nächsten Hammer. Bis bald, euer Gotti.